Herzlich willkommen beim Wirtschaft aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Münsterländer neigen dazu, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und das Licht ihrer sehr erfolgreichen Region unter den Scheffel zu stellen. Mein heutiger Gast, Jörg Blisniewski, tut das nicht. Der Geschäftsführer des Stahlbauunternehmens Ostdorf aus Ahaus ist gebürtiger Rheinländer, aber seit Jahren bekennender Münsterländer. In diesem Podcast spreche ich mit Jörg Blisniewski über sein Münsterland und sein ehrenamtliches Engagement in seiner neuen Heimatstadt Ahaus. Aber natürlich sprechen wir auch über sein Unternehmen und darüber, wie bei Ossendorf vor einigen Jahren aus einer spontanen Anfrage ein sehr, ja man kann sagen, gewichtiges neues Standbein entstanden ist, mit dem die Ahauser sogar schon einmal dem damaligen Vizepräsidenten von ThyssenKrupp in den USA das Weihnachtsfest gerettet haben. Ja, herzlich willkommen, Jörg Blisniewski, zum Wirtschaft aktuell Podcast. Schön, dass wir heute bei Ihnen im Unternehmen zu Gast sein dürfen. Ja, gerne. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Ich habe zu Anfang immer dieselbe Frage an meine Gäste. Geht darum, dass wir den Hörerinnen und Hörern unseren Gast so ein bisschen vorstellen wollen. Und deshalb würde ich Ihnen die Frage auch gerne stellen wollen. Wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben? Mit wenigen Worten selber beschreiben ist immer ein bisschen schwierig, aber ich versuche es mal. Ich bin von meiner Grundeinstellung her ein Pragmatiker. Also ja. Mehr liebe ich das Getane als das Gesprochene grundsätzlich. Und dann bin ich von meiner Grundausrichtung mehr so dieser technisch ausgelegte Typ und nicht so dieser philosophische Schönschwätzer, hoffe ich zumindest. Und wie gesagt, endet im Pragmatismus. Was ist genau Ihre berufliche Ausbildung und Ihr Werdegang gewesen? Ursprünglich bin ich mal Bergmann gewesen. Oh, vor ganz langen Jahren. Sind Sie noch eingefahren? Ja, klar. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Bergbau. Ich komme ja, wie man meiner Stimme nehmen kann, dem Rheinland. Bin im Raum Aachen groß geworden und habe da eine Ausbildung in einem Bergbaubetrieb gemacht als Anlagenelektroniker und habe da auch eine Zeit lang gearbeitet, kurz, bis beim Studium. Ich habe in Aachen Flugzeugbau studiert und habe das Pech gehabt, in die Hochphase der Abrüstung fertig zu werden. Da diese Traumstellen, die man damals so im Kopf hatte, irgendwas in dem Bereich zu machen, sind dann so ein bisschen geschmolzen aufgrund der fehlenden Kapazitäten. War nachher dann auch ganz gut so. Bin dann irgendwie in der Sicherheitstechnik gelandet, aber da erst bei einem Schweizer Konzern, dann beim Kölner Konzern gearbeitet, Erstellung von und Implementierung von Sicherheitssystemen. Und dann hat sich halt meine große Lebenskreuzung aufgetan. Dann habe ich meine Frau kennengelernt und die war im Prinzip auch die Motivation dafür, hier ins Münsterland zu kommen. Okay. Dann hat sich die historische Chance geboten, den Familienbetrieb quasi in der Geschäftsführung zu übernehmen. Hm. Und das ist im Prinzip so mein Werdegang, wie ich nach Ahaus. Aber sind auch schon einige Jahre hier mittlerweile. Ja, ich bin seit 2000. Ja. Seit 2000 bin ich in Ahaus. Okay. Wenn man sich mal die Zahlen mal vor Augen führt, ist es doch schon eine Strecke. Und eingeheimatet. Eingeheimatet. Ja, Ahaus ist auch meine Heimat. Also ich bezeichne Ahaus auch gerne und im besten Gewissens als meine Heimat. Lass uns kurz ein bisschen was über Ossendorf Stahlbau sagen. Sie haben heute zwei große Standbeine. Das ist einmal der Hallenbau selber, aber das andere Standbein finde ich fast noch ein bisschen spannender. Sie beschäftigen sich mit Transportmechaniken. Das heißt, Sie bauen Konstruktionen, mit denen ganz, ganz schwere Dinge transportiert werden können. Können Sie den Leuten mal genau erklären, wie das funktioniert? Ja, Stahlhallenbau ist ja ganz präsent hier in der Gegend. Da haben wir sehr, sehr viele Wettbewerber. Die Transportmechanik, dazu sind wir eigentlich rein zufällig gekommen, indem wir auch für einen großen Verpackungsdienstleister mal eine Liegenschaft saniert haben. Und wie es der Zufall will, hatten die gerade auch eine Konstruktion, die mal irgendwie von A nach B transportiert werden musste. Die haben uns einfach einen Rat gefragt. Ja. Ganz hölzerner Anfang, haben wir gemacht, gut. Und dann wurde da so immer mehr aus einem kleinen Trampelpfad ein breiter Weg und inzwischen ist eine breite asphaltierte Straße oder vielleicht sogar Autobahn. Wie viel Prozent Ihres Umsatzes machen Sie mit? Das schwankt, das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Also in der Regel kann man so über den Daumen sagen, letztes Jahr war es ein bisschen
prozentual untergeordnet, haben wir vielleicht 60% Hallenbau und 40% Transportmechanik. Dieses Jahr würde ich halbe sagen. Wer sind da heute so Ihre Kunden? In der Regel sind das hier die großen Energiedienstleister oder Unterstützer für mehr, die Unternehmen, die im Energiesektor tätig sind, also MAN, Siemens und die Spin-offs davon, die Winergy, die Firmen, alle Firmen, die im Prinzip irgendwie in der Energie, im Energiesektor beschäftigt sind, weil da auch die Sachen ziemlich schnell, ziemlich schwer werden. Also so, man muss sich auch vorstellen, ein normaler Generator, der in einem Kraftwerk steht, der wiegt mal so zwischen 400 und 600 Tonnen. Und wenn der transportiert wird, ist das nicht mal so eben gemacht. Ja. Und da kann man auch ganz gut dran erklären, warum überhaupt sowas gebraucht wird. Wenn man sich mal so einen Generator anschaut, der ist ein zylindrischer Körper. Und wenn so ein zylindrischer Körper einfach auf der Straße stehen würde, liegt er auf einer ganz, ganz kleinen Fläche auf. Und wenn 400 Tonnen auf einer kleinen Fläche aufliegen, wird eine Straße das nicht aushalten. Die wird einfach einsacken. So ein Bruchteil wird einsacken. Also müssen wir irgendwas machen, um die Last auf eine große Fläche zu verteilen. Das ist im Prinzip der erste Ansatz für Transportmechanik. Das heißt, man muss statische Modelle entwickeln, um eine große Last auf eine möglichst große Fläche zu verteilen, und das ist dann nachher transportierbar. Da muss man natürlich alle Verkehrsträger berücksichtigen, wie so ein Ding transportiert werden kann. Da haben wir der einfachste Weg ist über LKW, da sind wir auch begrenzt, 3 Meter plus dann irgendwann. Dann kommt diese Sonderfahrten dazu, die die Sache ein bisschen schwierig machen, und auch da ist natürlich endlich, weil diese Extremtransporte sind ungeheuer teuer und ungeheuer aufwendig. Da müssen teilweise auch Verkehrsinseln abgebaut werden, Ampeln abgebaut, diese Art von Transporten ist relativ selten. Da gibt es auch spezielle Anbieter und Dienstleister für, die sowas tagtäglich machen, also auch mit Gerätschaften. Wir haben ja nicht den eigentlichen Transport zur Aufgabe, sondern die Konstruktion, wo ein Bauteil mit befördert wird. Das ist ja unsere Aufgabe. Und das machen wir seit knapp, circa 17 Jahre müssen es sein, machen wir das jetzt relativ erfolgreich, und das hat sich so, wie gesagt, dynamisch aufgebaut, und die Kapazitäten haben wir da erweitert und aufgebaut und sind da sehr schlagkräftig und haben auch ein extremes Alleinstellungsmerkmal in der Gegend hier damit. Hallenbau, ich meine, gut, letzten Endes ist auch kein Buch mit 7 Siegeln. Eigentlich jeder, der Stahlbau machen kann, kann das natürlich auch. Ist halt nur so ein paar Erfahrungen, die man halt auf diesem Gebiet haben muss. Und wenn man das einmal hat, ist das ein Fund, den man ja nicht abgeben wollen. Ne? Ist ja schon, also Stichwort Erfahrung, ganz, ganz spezielles Segment, aber auch ein hochanspruchsvolles Segment. Wie stellen Sie sich darauf ein? Weil ich kann mir vorstellen, jetzt, sagen wir mal, eine Transportmechanik für ein Flugzeug, für ein Teil, das per Flugzeug transportiert wird, hat ja dann nochmal wieder andere Anforderungen als ein Teil, das per LKW rausgeht. Ja, natürlich. Wie stellt man sich darauf ein? Ja, gut. Die Art des Verkehrsträgers darf uns ja nicht großartig beeinflussen. Ich meine, das ist eine Außendarstellung, wunderbar. Alle Sachen, die mit einer Antonov transportiert werden, sieht toll aus und sind tolle Bilder, die man da machen kann. Aber letzten Endes haben wir einfach auch da die gleiche Problemstellung. Wir müssen eine große Last auf eine große Fläche, auf einer großen Fläche abtragen. Beim Flugtransport haben wir ein paar Besonderheiten. Da sind Beschleunigungswerte ein bisschen anders. Und da muss man, ich sag mal, eine schwere Last an mehr Punkten festmachen. Kann man ganz einfach mal so, vielleicht mal ein bisschen exemplarisch darstellen, wenn man eine 100-Tonnen-Last hat und an 4 Punkten festmacht, wirken an jedem Festmachpunkt 25%. Ja. Bei 100 Tonnen wären es 25 Tonnen im Idealfall. Wenn ein Flugzeug dann einmal durchsackt, wird es ein Flugzeug in der Luft zerreißen. Also müssen wir da nicht 4 Festmachpunkte machen, so Lashing Points, sondern meistens 20, damit die Last 20-fach abträgt, beispielsweise. Und das sind dann die sprachlichen Aufgaben, die man halt erfüllen muss, anhand der Rahmenbedingungen, die sich auftun. Beim Schiff sind sie wieder ein bisschen anders geartet als beim Flugzeug oder im Bahntransport genauso. Dann hat man auch internationale Besonderheiten. In Amerika zum Beispiel sind die Beschleunigungswerte bei den Bahnen etwas anders als bei den Deutschen. Und so muss man sich immer wieder auf neue Rahmenbedingungen einstellen, die uns dann der Kunde mit auf die Hausaufgabe schreibt. Und dann ist der Engineering-Anteil ein bisschen höher. Ja. Das heißt, wir müssen vorher ein bisschen mehr die Sache betrachten, welche Begebenheiten da zutage treten, und dann wird einfach durchkonstruiert und fertig. Dann passt. Also wir haben auch noch nie irgendwie ein Problem gehabt, was nicht gelöst werden konnte. Okay. Wie groß ist Ihr Konstruktionsteam mittlerweile?
Das ist gar nicht mal so groß. Wir sind ja im Innendienstbereich, ja, da reden wir nachher vor, ich sag mal, von 12 Leuten, die wir hier arbeiten. Okay. Also mit meiner Wenigkeit und den anderen Mitarbeitern, so groß sind wir ja gar nicht. Ne? Arbeiten die Kolleginnen und Kollegen denn übergreifend oder arbeiten die dann sozusagen nur in der Transportmechanik und nur im Hallenbau? Oder machen ich sag mal, der reine Engineering-Teil ist inzwischen schon getrennt. Ja. Also Leute, die sich nur mit dem Hallenbau beschäftigen, Leute, die sich nur mit dem transportmechanischen Sektor beschäftigen. Aber der Konstruktionsbereich, wo gezeichnet und konstruiert wird, die Leute arbeiten in beiden Bereichen. Mhm. Je nach Kapazität. Es gibt natürlich Schwerpunkte, aber der eine Kollege kann den anderen mal eben ersetzen. Die werden ja auch betreut von den jeweiligen Sektorbetreuern. Ja, die werden okay. Wunderbar betreut und das klappt auch nicht. Nach wie vor ist es ja in Anführungszeichen nur der Stahlbau. Das ist nur die Frage, nur der Stahlbau. Ja. Können Sie sagen, was bis dato Ihr spektakulärster Auftrag war? Oder haben Sie so einen Auftrag, an den Sie gerne zurückdenken? Ja, da fallen mir auf eine Handvoll Sachen immer ein. Die haben alle ihre Besonderheiten. Manche sind durch Dimensionen geprägt. Ich kann mich noch gut an eine 1000-Tonnen-Halbschale für das Großkraftwerk Olkiluoto in Finnland. Das ist eins der größten Kernkraftwerke der Welt. Also 1000 Tonnen? Da war eine Turbinenhalbschale. Also ein Segment von der Turbine war 1000 Tonnen. Also die Turbine hat mindestens 2000 Tonnen so in dem Bereich. Das sind ungeheure Lasten. Ja. Das war von der Dimension her ziemlich spektakulär. Dann haben wir Sachen, die durch die Transportart, ich kann mich an so einen tollen Transport, das war eine tolle Sportaufgabe auch für unser Statikteam, eine relativ mittelgewichtige Turbine, die wog irgendwas an, ich glaube 114 Tonnen. Mittelgewichtig, ja. Ja, ich meine, in den Bereichen ist das ja. Mittelgewichtig. Also ja. Die musste transportiert werden. Das heißt, es war eine Hochdruckturbine. Also Hochdruckturbinen sind klein und Niederdruckturbinen sind groß. Und die Hochdruckturbinen, die ziemlich viel Masse auf einen kleinen Punkt bindet. Und dann ist das die kleine Antonov gewesen. Die konnte im Bereich irgendwas an maximal 140 Tonnen zuladen. Und dann kam ich schnell an die Grenzen, wo wir nicht so viel Material rumkonstruieren konnten, damit wir die maximale Ladekapazität nicht überschreiten. Ja. Da muss man so ein paar technische Finessen halt realisieren, um das überhaupt noch transportierbar zu machen. Aber wir haben es geschafft und es gab tolle, tolle, tolle Bilder. Das war so ein schöner Transportart, wo man gerne dran zurückdenkt. Oder halt, wo man einen besonderen Kundenwunsch erfüllt hat. Wir haben eine Anfrage bekommen, die kam über einen Spediteur. Das war Anfang 2010er Jahre gewesen sein. Der Vizepräsident von ThyssenKrupp Amerika. Die hatten einen besonderen Kunden oder einen Kundenstamm aus drei ganz namhaften Unternehmen und da ist eine Gesenkwellenschmiede ausgefallen. Und die Kurbel, weil die das ganze Ding angetrieben hat, gab es nur dreimal auf der Welt. Okay. Eine kaputt in Amerika und zwei in Europa. Und eine davon gütigerweise in Deutschland. Und das Ding musste einfach nur hopp nach Amerika, weil ungeheure Konventionalstrafen dran hingen. Und das Ding haben wir halt, der hatte verschiedene Firmen abgeklappert und hat sich keiner richtig dran getraut. Und der gute Mann kam nach Ankündigung zu uns und während er seinen Kaffee geschlürft hat, haben wir in der Zwischenzeit Transportzeichnungen erstellt. Und der hatte fast Freudentränen in den Augen. Wir haben einen tollen Dankesbrief noch von dem bekommen. Und Heiligabend hat die Antonov in Frankfurt gestartet mit seiner Gesenkwellen-Kurbelwelle an Bord. Das war so, haben Sie ihm das Weihnachtsfest gerettet? Ja, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also der hängt echt, ich meine, das Ding war für uns 19 Tonnen, ist Peanuts für uns. Ne? Und das Ding war also ungeheuer wichtig für den, weil da hängt, glaube ich, Caterpillar mit dran und John Deere. Ja, und wenn die ganz großen Kunden da anfangen zu husten, dann geht es auch so einen großen Lieferanten an Kragen halt, weil die Konventionalstrafen ungeheuer sind. Okay. Das sind so Sachen, wo man gerne dran zurückdenkt, wo man Besonderheiten halt mal abwickeln konnte halt. Ja. Besonderheit zu Ihrer Person ist es, wir haben das eingangs schon so ein bisschen gehört, Sie sind Rheinländer, sind jetzt hier nach Aarhus gekommen, fühlen sich hier, haben Sie gerade gesagt, auch mittlerweile heimisch. Und Sie haben im vergangenen Jahr auch erstmalig hier für den Stadtrat in Aarhus für die CDU kandidiert und Ihren Sitz gewonnen. Was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt? Ist ja jetzt auch kein Thema, was wenig zeitintensiv ist, ne? Ja, natürlich. Ich meine, da muss man sich im Vorfeld drüber im Klaren sein. Aber auf der einen Seite, was ich nicht mag, ist diese reine Konsumentenhaltung. Es sind ja viele Leute, die alles haben wollen, für die alles selbstverständlich ist.
und nur meckern und meckern und meckern, dass alles ja nicht läuft und nicht richtig läuft. Und dann kann man auf der anderen Seite hingehen und sagen, okay, dann versuchen wir mitzugestalten. Ja. Und das war eigentlich die Hauptintention, das mitgestalten zu wollen. Und da hat man die Möglichkeit, auf einer kleinen Ebene mitzugestalten, im kommunalen Bereich. Also wir diskutieren hier nicht NATO-Einsätze, sondern hier Sportplätze und städtische Begebenheiten und Straßen. Aber es macht trotzdem ungeheuer Spaß, weil es eine ganz andere Aufgabenstellung ist. Mhm. Aufgrund Ihrer Funktion als Ratsmitglied, aber auch als Privatperson, sind Sie seit einigen Monaten, wenn ich das richtig verfolge, relativ häufig auch bei Facebook aktiv. Was ich da feststelle, ist, Sie kommentieren relativ viele Dinge und führen da aber auch durchaus handfeste Diskussionen. Haben Sie sich im Vorfeld darüber irgendwie einen klaren Gedanken gemacht, mit welcher Strategie Sie an diese Facebook-Thematik rangehen wollten? Nein, ich meine, es ist ja Fluch und Segen, hängt ja ziemlich eng beieinander. Ja. Auf der einen Seite ist es ein heute nicht zu vernachlässigender Kommunikationssektor. Der ist in der Tat mit wahlentscheidend, muss man ganz klar sagen. Gerade jetzt, ne? Gerade jetzt. Ja. Aber auf der anderen Seite natürlich auch der Fluch dieser Medien. Da kann ja jeder ungefiltert inzwischen mehr oder weniger, da kommt ja auch so langsam in Gang, dieses Filtern, rausplärren, ob es richtig ist oder falsch. Und man muss sich wohl entscheiden. Und ich bin da manchmal noch ein bisschen fahrlässig, dass ich mich mit dem einen oder anderen zu viel auseinandersetze, wo viele mir auch sagen, lass deinen Troll doch einfach Troll sein. Da muss nicht immer drauf reagieren. Aber ab und zu, da juckt halt das Messer in der Tasche. Es gibt manchmal Sachen, die kann man nicht unwidersprochen lassen. Wenn sie wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen sind. Hier gibt es auch so ein paar Spezies hier in der Umgebung, die immer wieder mal gerne so einen raushauen. Und da kann ich nicht anders, da ist irgendwie so ein Instinkt, der plötzlich wach wird. Da muss man einfach zumindest widersprechen, wenn es totaler Unfug ist. Also das ist mir nämlich halt auch aufgefallen. Also Sie führen diese Diskussion und scheuen die dann auch nicht und führen die aber auch, wie ich finde, total sachlich. Deshalb habe ich nach der Strategie gefragt. Ja, es hilft ja nichts. Ich meine, man muss ja schon sonst ist man auf gleicher Ebene unterwegs. Also man muss die Sachen schon faktisch untermauern. Und wenn Sachen meiner Meinung nach zumindest, die muss ja auch nicht immer richtig sein, aber ich höre mir eine andere Meinung gerne an. Und ich lasse mich auch gerne von anderen Meinungen überzeugen, wenn die Argumente stimmen. Und wenn sie eben nicht stimmen, versuche ich meine vorzubringen. Und irgendwann läuft sich eine Diskussion tot. Ja. Das ist auch so diese Krankheit was heißt Krankheit? Aber es ist eine Begebenheit, dass sich ja kaum Leute überzeugen lassen, sondern jeder bleibt bei seiner Meinung. Ja. Und viele Diskussionen laufen sich einfach tot. Jeder bleibt bei seiner Meinung und am Schluss. Dann braucht man es eigentlich fast keinen mehr führen, ne? Ja. Ist wohl so eine Begleiterscheinung. Ja. Aber man hat zumindest mal versucht, eine andere Meinung, einen anderen Standpunkt klar zu machen und sich vor allen Dingen eine andere Meinung anzuhören. Das ist ja wichtig. Dass man sich nur nicht, und das ist allerdings auch die Gefahr bei diesen sozialen Medien, dass man sich schnell in einer Blase bewegt und man selber auch nur die Sachen wiedergespiegelt bekommt, wo man sowieso unterwegs ist. Man ist unnötigerweise bestärkt oftmals in seiner Meinung, weil mein ganzes soziales Umfeld in diesem Medium ist im Prinzip konform mit meiner Linie. Das ist die große Gefahr. Und ich glaube, das ist auch für die andere Seite die Gefahr, dass sich viele Leute in irgendwelchen wilden, kruden Sachen manchmal so verstricken. Weil bei denen ist es ja genauso. Ne? Aber gut und böse kann man dann, muss jeder für sich selber werten. Ne? Also meine Meinung wäre auch da, dass es vielleicht nicht ganz dumm wäre, den Algorithmus ein Stück weit zu öffnen. Dass man manchmal auch die Dinge gezeigt bekommt, die jetzt nicht sein eigenes Meinungsbild widerspiegeln, weil damit man zumindest mal auch erkennt, dass es außerhalb der Echokammer noch was gibt. Ne? Ja, klar. Ich meine, das Bewusstsein zumindest zu schärfen bei den Leuten, oder insgesamt müsste es vielleicht auch mehr von unserem Bildungssystem aufgegriffen werden. Ja. Es ist ein wesentlicher Bestandteil geworden inzwischen, dieses Social Media, der ganze Social Media Bereich. Vielen Leuten müsste einfach präsenter werden, wie die Dinger funktionieren. Ja. Letzten Endes sind das kommerzielle Unternehmen, die verdienen ein ungeheures Geld mit. Und die werden ihren Algorithmus da nicht ändern, nur weil wir es gerne so haben. Genauso wie Coca-Cola wird ihre Rezeptur auch nicht ändern, weil es zu süß ist. Ne? Also da wird Geld mitverdient, muss man sich auch im Klaren sein. Und wir nutzen das Ganze. Das ist für viele maßgeblich mit in ihr ganzes unternehmerisches Modell mit eingearbeitet. Wir arbeiten auch in manchen Bereichen damit. Und dementsprechend muss man sich einfach darauf einlassen, wie diese Dinger funktionieren. Das heißt, man muss sie versuchen, für sich zu nutzen. Man muss sich doch mal im Klaren sein, wie sie funktionieren. Sie bedienen halt alle Seiten halt. Was ärgert Sie denn am meisten, wenn Sie so morgens oder abends durch Ihre Facebook-Timeline scrollen? Oh, es ist ärgert. Inzwischen ärgert einen das so nicht mehr, wenn Sachen, diese
von Hölzchen auf Stöckchen Mentalität ohne jeglichen Hintergrund. Wenn man zu irgendeinem Missstand oder zu irgendeiner Thematik sich mal äußert und aufgrund fehlender Argumente werden komplett auf andere Argumentationsschienen abgelenkt, die ja gar nichts ursächlich mit zu tun haben. Und am Schluss hat man eine Diskussion geführt, die völlig am Thema vorbeigeht. Das ärgert mich manchmal vorstellig, aber gut, das ist ärgern. Inzwischen auch nicht mehr. Man hat es so mal akzeptiert, wie es funktioniert. Haben Sie denn für sich einen Weg gefunden, wie Sie dann mit solchen Dingen umgehen? Oder lassen Sie dann wirklich liegen und ist egal? Ja, irgendwann muss man auch mal gut sein lassen. Es fällt mir manchmal noch schwer. Meine ganzen, auch in der Fraktion, die Kollegen sagen, ja komm, don't feed the troll. Ja. Ich kann nicht immer. Da wird noch was wach und sagt, nee, da muss man nochmal gegenhalten. Ja. Und ich ärgere mich mehr über mich selber, dass ich darauf reagiert habe. Auf der anderen Seite, ein Stück von Befriedigung bleibt über, weil man zumindest manche Sachen nicht unwidersprochen lassen hat. Ich finde, das ist auch trotzdem nicht unwichtig. Don't feed the Troll, haben Sie gesagt. Auf der anderen Seite sind ja nicht nur die Trolle da unterwegs, sondern auch Zuschauer und Leute, die das mitkonsumieren, an die solche Nachrichten dann ja auch rausgehen. Also insofern finde ich, man füttert da nicht nur den Troll. Nee, es erweitert allerdings auch Kreise, jetzt auch unabhängig mal von politischen Sachen. Also ich habe mich irgendwann mal so ein bisschen dieser Drohnenfliegerei so gewidmet und habe da inzwischen noch wunderbare Kontakte und Erfahrungen, von denen man profitieren kann. Also das sind so ein paar Sachen in andere Lebensbereiche hinein, da kann man durchaus auch bereichernd unterwegs sein. Es ist jetzt nicht immer nur den ganzen gesellschaftlichen und politischen Umfelden. Sind wir fast schon am Ende unseres Podcasts angekommen, Herr Bliesniewski. Zum Abschluss habe ich immer Satzanfänge, die ich vorab formuliert habe, und ich würde Sie bitten, diese Satzanfänge zu vervollständigen. Oh, ich versuche es. Meine Vision für die Ossendorf GmbH ist, uns so auszurichten, dass wir, ich sag mal, auf dem großen, sich komplett verändernden Markt noch mit gut zurechtkommen können. Das heißt, wir müssen uns von klein ein bisschen abtun und uns den wirklich wichtigen Themenstellungen widmen. Das ist meine Vision, dass wir im Transportsektor noch wesentlich stärker werden. Die größte Herausforderung für unser Unternehmen ist, die augenblickliche Situation einigermaßen mit kühlen Kopf vorauszuschauen. Also wir haben, da geht ja ganz vielen Unternehmen der Umgebung hier, die volle Auftragsbücher haben, inzwischen aber kurz Arbeit anmelden müssen, weil sie kein Material bekommen. Ja. Und die Materialpreisentwicklung ist eine enorme Herausforderung. Und ich glaube, das sind so die Voranzeichen von dem großen chinesischen Tsunami, der über uns hereinbricht. Und da muss man sich einfach mit auseinandersetzen, was nicht ganz einfach ist im laufenden Geschäft. Wir haben ja zwei Seiten. Wir haben uns als Firma, die es ausführt, und wir haben allerdings auch einen Kunden, der es abnehmen und letzten Endes noch bezahlen muss. Ja. Und das birgt so eine gewisse Konfliktsituation. Und da muss man sich einfach darauf einstellen. Wir werden diese Herausforderung meistern, weil? Weil ich glaube, dass wir am Schluss es schaffen, einigermaßen kühlen Kopf zu bewahren, ne? Und ein bisschen voraussichtig, ohne Aktionismus zu handeln. Meine Gitarre ist für mich Aspirin. Meine Gitarre ist für mich mein Aspirin. Also nach dem normalen Büroalltag, wenn die Mitarbeiter in der Regel das Haus auch verlassen haben, schnappe ich mir das Ding ab und zu mal und beruhige mich damit ein bisschen. Für die Hörerinnen und Hörer, Sie sind E-Gitarrenspieler. Wie gut sind Sie? Nicht gut. Also das ist nur rein für mich. Ich habe einen Gitarrenlehrer, mit dem plänkle ich ab und zu mal rum und strapaziere seine Geduld. Und mit dem einen oder anderen YouTube-Tutorial halte ich mich da so ein bisschen über Wasser und freue mich über jeden Riff, den ich hinbekomme. Aber ich bin kein Konzertmusiker, will ja nicht mehr werden. Dafür an welcher Nummer arbeiten Sie denn gerade? Ach, das sind immer ganz unterschiedliche Dinge. Bluesmusik hat es mir nach wie vor angetan. Und da ist man ab und zu mal ein bisschen unterwegs und pentatonische Musik, da kann man den ganzen Abend vor sich hin plänkeln. Ja. Das hört sich ja ganz gut an, dann und da kann man sich einfach mal so ein bisschen verfeinern in seiner Technik. Die beste Band der Welt ist für mich. Das ist eine schwierige Frage. Da bin ich der typische Spotify-Konsument. Also das ändert sich das echt. Das ändert sich wöchentlich, je nachdem, wo man nochmal reinhört. Also für mich das eine oder andere bekommt noch so ein ungeheures Revival für mich. Zum Beispiel habe ich jetzt Pink Floyd irgendwie mal auf der Fahne gehabt hier, weil man sich dann so ein bisschen mal damit beschäftigt und auch die Ableger, so jetzt David Gilmour zum Beispiel, sich dann nochmal mit beschäftigt oder die Musik einfach mal konsumiert, diesen hohen Perfektions- und Reifegrad, wie ein alter Camber ist der Mann gereift hier. Das genieße ich absolut. Gehe ich mit. Bei der nächsten Frage werden Sie ähnlich antworten. Der beste Song ist für mich?
Ja, ich habe gar keinen so einen besten. Welcher steht denn in der Playlist gerade oben? Ich weiß noch gar nicht mal, wie die heißen. Ist über Spotify bin ich an Country-Musik rangekommen. Oh, okay. Und da gibt's ein paar moderne Country-Song-Stücke, die mir ungeheuer gefallen. Mir fällt der Name gar nicht ein. Da gibt's ein paar Stücke, die mir echt total zusagen. Und ist eine neue Musikrichtung, wo ich mich so ein bisschen daran festgeklammert habe im Moment. Passend zur 9. Meisterschaft des FC Bayern München. Der FC Bayern München ist für mich... Kann man jetzt in meinem Alter ruhig sagen, ist schon fast lebensbegleitend. Also ich kann mich gut daran erinnern, als ich glaube, mit 6 Jahren im Urlaub, also da war Bayern für mich immer eine große Liebe. Da war das so in Zeiten, wo Georg Schwarzenbeck und Franz Beckenbauer und Gerd Müller gespielt haben. So, ist für mich immer lebensbegleitend gewesen. Ich bin nicht der gigantische Fußballfan und Enthusiast wie viele andere, aber das ist meine große Fußballliebe nach wie vor, ist FC Bayern. Okay. Ist zwar schwierig in der Gegend hier, aber ganz schwer vermittelbar bei den trotzdem Leuten. Mit Herzen. Ich lebe gerne in Ahaus, weil? Weil Ahaus nach wie vor für mich ein ungeheures Erholungspotenzial bietet. Also jetzt nicht auf rheinland-thaler Basis. Also ich bin nach Ahaus gekommen und habe noch in Köln gearbeitet. Und der lange Weg von Köln nach Ahaus war für mich wie eine Fahrt in Urlaubsgegend. Ja, okay. Und diesen Charakter hat es für mich nach wie vor. Hier ist alles ein bisschen ruhiger. Hier funktioniert alles. Hier ist es verlässlicher. Ich muss sagen, also ist einfach, ja. Ahaus ist echt meine große Liebe. Okay, das darf Ihre Frau nicht hören. Also meine zweite Liebe, sagen wir mal. Der schönste Ort in Ahaus ist? Ja, da muss man auch da pragmatisch sein, wo halte ich mich am meisten auf, ist einmal... Ihr Büro. Mein Büro und mein Zuhause, die zwei Punkte halt. Das okay. Ist, und vielleicht noch Ratssaal noch. Ah, okay. Der schönste Moment in meinem Leben war bislang? Da gab es 3 auf jeden Fall, unangefochten an Nummer 1. Das war 3-mal eine Begebenheit im Kreißsaal, meine 3 Glaube Töchter, ich, ja. Als die zur Welt gekommen okay. sind. Das ist für mich das absolute Lebenshighlight gewesen. Und die 3 Punkte. Okay. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist? Dass wir es schaffen, die sich spaltende Gesellschaft wieder ein bisschen zurück auf den Boden der Realität zu bekommen. Das wird schwierig werden, weil Pluralismus hat natürlich eigene Wege, aber ich hoffe, dass die Gesellschaft einigermaßen zusammenbleibt und mit Augenmerk sich den wahren Problemen widmet, ohne jetzt in Fantastereien und Wohlfühloasen sich zu bewegen. Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Jörg Bisnitz. Gerne. Das war unser Podcast mit dem Ossendorf-Geschäftsführer Jörg Bisniewski. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wie immer über eure Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Ihr wollt keine Wirtschaft aktuell Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonniert uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal eurer Wahl. Würde mich freuen, wenn wir uns auch bei nächster Gelegenheit wiederhören würden. Bis dahin, ciao!